Hier haben wir es aber mit einer Strategie zu tun, die ganz offiziell aufgelegt wird und die ausgeweitet wird. Und es wird ausdrücklich von einer salafistischen Missionierung gesprochen, weil, das konnte man auch vor Ort sehen, natürlich das, was wir hier für radikal salafistisch halten, ist in diesen Staaten Staatsreligion. Das ist die offizielle Auffassung von dem, was Islam ist. Und viele liberale Muslime leiden hier in Deutschland extrem darunter. Und der weitere Befund ist, so heißt es hier auch, dass eben dieser Einfluss dazu dienen soll, die Rechtleitung von vermeintlich fehlgeleiteten Muslimen im Sinne des Salafismus gerade in Europa voranzutreiben. Die Teleakademie ist heute auf Gut Gödelitz in Döbel. Sascha Adamek arbeitet seit 20 Jahren als Journalist und Filmemacher für die ARD. Unter anderem für die Magazine Kontraste und Monitor. Er ist Autor mehrerer Bücher und beschäftigt sich seit 2014 mit dem Thema der Finanzierung des Islamismus. Sascha Adamek spricht zum Thema Scharia-Kapitalismus. Ich erinnere mich an Drehaufnahmen, die ich gemacht habe bei der Lease-Aktion. Ich weiß nicht, die eine oder der andere wird das noch wissen. Es wurden in Deutschland Koran-Exemplare kostenlos verteilt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal mitbekommen haben in Städten. Das sah sehr harmlos aus, wurde organisiert von einem in Köln lebenden Sozialhilfeempfänger namens Abu Naji. War aber nicht harmlos, weil dieser Herr Naji einer der größten Hetzer war, der hier frei rumgelaufen ist. Und es sind insgesamt 140 junge Männer vor allem aus diesem Kreis nach Syrien ausgereist, um zu kämpfen, haben sich unter den Terroristen, die Dschihadisten, gemischt. Berühmte Namen wie der Bildungsminister des IS, Reda Sayyam, Kameramann, gehört dazu, Dennis Kuspert, einer der Führenden im IS, gehört dazu. Und wir haben uns damals damit befasst, ja, was bringt die jungen Leute dazu, so zu werden? Aber während der Verteilung habe ich mir diese druckfrischen Exemplare angesehen, habe gedacht, ja, wie geht denn das? Hunderttausende Koranexemplare kostenlos verteilen, wer bezahlt das? Und ich war dann bei verschiedenen Sicherheitsdiensten, Verfassungsschützern, die sagten, naja, Katar, so hingemurmelt, ganz leise, nicht zum Wiedergeben, jedenfalls ohne Quelle. Das heißt, mir schien, es gibt ein Wissen darüber, woher möglicherweise Geldquellen rühren, aber man möchte aus diplomatischen Gründen nicht darüber sprechen, aus Rücksichtnahme auf unsere Handelspartner. Und das ist auch ein Grund, warum das Buch Scharia-Kapitalismus heißt. Das ist ein Buchtitel vor allem, weil man könnte auch sagen, es gibt einen China-Kapitalismus, es gibt einen Russland-Kapitalismus, es gab lange Jahre die gelbe Gefahr. Der große Unterschied ist für meine Begriffe, dass mir zumindest nicht bekannt ist, dass China in Deutschland Pressure Groups unterhält, die versuchen hier die Integration und demokratische Verfassung zu unterminieren. Das heißt, man macht Geschäfte mit dem Westen, man lässt sich aber innenpolitisch in Ruhe. Das ist ein guter alter Brauch. Hier ist es so, wir haben es zu tun, ich habe sie zusammengezählt mit Staaten, ich habe sie Scharia-Staaten genannt, in denen das Rechtssystem des Islam, das heißt die Überlieferung des Propheten und die Anweisung aus dem Koran, auch im Straf- und Zivilrecht gelten. Und da kam ich auf rund 18 Staaten weltweit. Alles sehr potente Staaten, mit denen wir im Handel von 58 Milliarden Euro betreiben. Nur mal als Vergleich, das ist mehr als ein Drittel dessen, was wir mit unserem engen Verbündeten USA betreiben. Das heißt, es ist keine Kleinigkeit. In diesen Ländern ist es aber gang und gäbe. Wir sehen es hier in Katar. Die Fotos habe ich alle in Katar auch selbst gemacht. Ich war dort undercover unterwegs im letzten Jahr. Es gibt eine Sitte dort, die gehört zu den fünf Säulen des Islam, die Zakat, das Spenden, was rund 2,5% der eigenen Einnahmen betragen soll oder auch der Gewinne, wenn wir von größeren Firmen und Konzernen sprechen. In den Straßen von Doha, in den Einkaufszentren, sieht man dann solche Spendensammelstellen, auch in dem Fall die Sheikh It Foundation, die ganz groß im Moscheebau ist. Also man könnte ja meinen, wenn man das Wort Charity hört, Wohlfahrt, dass es sich um humanitäre Hilfe handelt. Dem ist aber nicht so. Diese Milliardeneinnahmen, die diese beiden Stiftungen, die sehr staatsnah sind, haben, also wir sehen hier die Sheikh It, dann die Qatar Charity, fließen vor allem eben in die Verbreitung des sehr konservativen bis salafistischen Islam.
der übrigens dort Staatsreligion ist. Katar gibt 0,2% des Bruttosozialproduktes in die Entwicklungshilfe. Aber zum Beispiel, als ich dort war, verkündete die Sheikh It Charity gerade, dass sie 335 neue Moscheen weltweit bauen werde und finanzieren werde. Die Katar Charity 600 neue. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem hochgradig problematischen Segment der Weltwirtschaft. Und Scharia-Kapitalismus ist auch für mich deswegen ein sinnvoller Titel, weil er auch doppelsinnig ist. Ich habe bei meinen Recherchen dann auch gelernt, dass die Scharia im Wirtschaftsleben zumindest viele von uns durchaus zufriedenstellen würde, weil sie nämlich viele Unannehmlichkeiten und Auswüchse des Finanzmarktkapitalismus verhindern würde. Der Zins ist verboten, Verbriefungsgeschäfte, Zinsgeschäfte, Kettengeschäfte wären verboten, Waffenhandel, Drogenhandel, all das wäre im Grunde genommen, Menschenhandel wäre untersagt, wenn die Scharia im Wortlaut auch im Wirtschaftsleben angewandt würde. Nun darf man natürlich fragen, ob das der Fall ist. Allein, dass ich dieses Buch geschrieben habe, dass ich recherchiert habe, zeigt, dass es natürlich nicht angewandt wird. Sonst wären ja zum Beispiel große Konzerne wie Daimler, wo Kuwait mit 6,8% beteiligt ist, oder die Deutsche Bank, wo Katar mit 6,1% beteiligt ist, nicht mehr im Waffengeschäft tätig. Das sind sie aber bekanntermaßen. Das heißt, hier scheint der Scharia-Einfluss dann doch nicht auf die Moral der Großkonzerne und Banken im Westen durchzuschlagen. Es ist sogar vielmehr so, dass zum Beispiel auch Saudi-Arabien eigene Waffenfabriken mit deutschen Waffenlizenzen betreibt. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was passieren würde, wenn es dort umkippen würde in Saudi-Arabien, in wessen Hände dann diese Waffen gelangten. Nämlich nicht mehr die von Potentaten, sondern von islamistischen Rebellen, die deutlich noch schlimmer wären als die Regime, die wir dort jetzt vorfinden. Mit anderen Worten, was wollen diese Länder eigentlich mit ihren Beteiligungen? Sie wollen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Macht. Es ist ein ganz einfaches Spiel. Da unterscheiden sie sich auch überhaupt nicht vom Westen, von westlichen Banken und Konzernen. Man kauft sich ein und man kauft sich damit auch politischen Einfluss. Es gibt dafür auch Belege und Beispiele. In den jahrelang geheim gehaltenen Papieren zu 9/11 war es so, es gab den Untersuchungsbericht des US-Kongresses, der beschreibt, wie es zu dem Terroranschlag in New York kommen konnte. Und viele Jahre lang, bis zum letzten Jahr, wurden 28 Seiten geheim gehalten. Die waren geschwärzt. Es gab wenige Kongressabgeordnete, die sie einsehen durften. Und es waren vor allem die Saudis, die massiv Einfluss genommen haben, dass es auch so bleibt. Weil in diesem Bericht stand zum Beispiel folgendes Zitat: Die CIA, das Finanzministerium und FBI-Offizielle sind besorgt über die Beziehungen der Al-Haramein-Stiftung zur saudischen Regierung sowie ihre Verwicklung in terroristische Aktivitäten. Das heißt, man wusste sehr früh und sehr genau, dass die wichtigste, hauptsächliche religiöse Stiftung, die dem saudischen Königshaus sehr nahe steht, maßgeblich in die Finanzierung von Al-Qaida weltweit, in Somalia, in Bosnien, wo sie einen Stützpunkt hatten, schon sehr früh in den 90er Jahren versucht haben, auch einen islamistischen Keil in Europa einzutreiben, vertreten waren. Und man hatte natürlich überhaupt kein Interesse, dass das öffentlich wird. Nun haben alle Präsidenten ihr Veto eingelegt, auch Obama. Am Ende wurden die Akten dann doch freigegeben. Wir können jetzt alle nachlesen, welche berühmten, bekannten Saudis durchaus sehr eng verwickelt waren in diese Anschläge. Es gab persönliche Beziehungen, es gab Geldübergaben. Und das ist alles sehr unschön, kann man mittlerweile nachlesen. Und dafür dürfen wir dem US-Kongress auch dankbar sein. Ich möchte jetzt trotzdem von Saudi-Arabien mal weitergehen in ein Land, das ich besucht habe. Ich nenne es das Kernland des Scharia-Kapitalismus. Es handelt sich um Katar. Katar ist ein faszinierendes Land, weil es eigentlich bis vor kurzem gar nicht existierte. In den 40er Jahren lebten dort 5000 Beduinen. Mittlerweile leben dort 2,3 Millionen Menschen. Und von denen sind aber nur 313.000 etwa Staatsbürger Katars. Der Rest sind Fremdarbeiter, Pakistani, Inder, Bangladeschi, die dort als Fremdarbeiter arbeiten unter erbärmlichsten Bedingungen, die aber diesen Wohlstand aufbauen. Und ich bin durch diese Stadt gefahren und es ist schon faszinierend. Sie war für mich überraschend schmutzig, also nicht wie es in den Medien häufig dargestellt wird, alles clean. Ich habe auch nicht in einem der Luxushotels gewohnt, sondern auf der anderen Seite, wo es staubig und dreckig und laut war und heiß vor allem.
Und wenn man durch die Stadt fährt, ist es eine gigantische, lärmende Baustellenbesichtigung. Katar will ja mit auch deutscher Hilfe die WM 2022 durchführen. Und dort wird alles hochgezogen, was geht. Riesige Wolkenkratzer, die Stadienbauten, so. Und wir sehen allein an den Zahlen, dass Deutschland intensiv von Möbelstücken bis zu PKWs, leider auch bis zu Leopard-2-Panzern, alles, was nicht nino-nagelfest ist, nach Katar exportiert. Das heißt, unsere exporttreibende Wirtschaft hat ein hohes Interesse, diesen Kreislauf mit diesem Staat aufrechtzuerhalten. Und wir sehen, dass natürlich dieses Land alles tut, um überall seine Finger drin zu haben. Sie können sich mal die Liste hier durchlesen von der Banque Internationale Luxemburg, Barclays, British Airways, Credit Suisse, Deutsche Bank, Glencore, Hapag-Lloyd, Harrods, Heathrow Airport, Iberdrola, Lagardère, Londoner Börse, Merck Fink, Tiffany, Total, Volkswagen, Vinci, Baukonzern aus Frankreich. Überall da steckt katarisches Geld drin. Und Katar ist auch geschickt, das muss man sagen. Die katarische Führung, die aus einem monarchischen Clan, einer Oligarchie, der in den Al-Thanis besteht, hat es schon geschafft, in sehr kurzer Zeit dieses Land international gut zu etablieren, weil sie eine Drehscheibenfunktion erfüllen. Sie betreiben zum Beispiel etwas, worüber man in Katar gar nicht sprechen darf, eine US-Luftwaffenbasis, Al-Udeid. Von dort gingen die ganzen Bomber gegen den Irak. Das heißt, Katar weiß, dass die USA auch Krieg gegen Muslime, Krieg gegen Potentaten führen in dieser Region. Und es wird aber nicht darüber gesprochen, weil das könnte natürlich die Stabilität gefährden in diesen Ländern. Auf der anderen Seite gibt es seit langer Zeit ein Exilbüro des Politbüros der Terrororganisation Hamas, die ganz offiziell in Doha ansässig sind. Es gibt die Internationale Union muslimischer Gelehrter, auf die komme ich noch zu sprechen, eine für mich hochgradig problematische Organisation, weil sie vor allem nicht um sich schießt, sondern versucht, die Köpfe von Millionen von Menschen auch im Westen zu erreichen, durch Schulungen, durch Moschee- und Koranschulen. Und es gibt den Chefideologen der Muslimbruderschaft, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, der dort mittlerweile wohnt unter dem Schutz der Kataris. Und es gab für eine Weile sogar ein Verbindungsbüro der Taliban. Hier können Sie sich mal einen kurzen Eindruck verschaffen, was dort alles gebaut wird in West Bay, in Katar. Und es ist zum Beispiel auch so, dass die deutsche Firma Herrenknecht, in Deutschland wohl bekannt durch das Stuttgart 21-Projekt, Tunnelbaufirma, es geschafft hat, sich mit 111 Kilometern Tunnelbau in Windeseile ins Guinness-Buch der Rekorde zu bohren. Also es ist auch ein Land der Superlative, wo ganz viel ganz schnell gebaut wird. Ich habe dann dort auch Papiere bekommen, eines sogenannten Schura-Rates. Das ist eine hohe religiöse Institution, wo ich dann vorgefunden habe, ein Schreiben, wo steht, wenn ein ausländischer Arbeitnehmer den Arbeitgeber vorsätzlich Probleme bereitet und seinen Vertrag nicht erfüllt und den zuletzt genannten zwingt, den Vertrag zu beenden oder ihn an einen anderen Sponsor weiterzureichen, darf ihm nicht erlaubt werden, den Arbeitsplatz zu wechseln, selbst wenn er davonläuft. Im Gegenteil sollte er dann zum Ausgleich gezwungen werden, für den Arbeitgeber doppelt so lang zu arbeiten, als im Vertrag vorgesehen war. Das Beispiel zeigt einfach, dass die Barmherzigkeit, die es im Koran zweifelsohne gibt, dass die eben zumindest im Beispiel Katar nur für die muslimischen Staatsbürger dieses Landes gilt, für alle anderen nicht. Mein erster Ausflug in dieser Stadt ging bei, glaube ich, über 50 Grad Hitze zum islamischen Kulturzentrum, wo mich ein junger Mann sehr freundlich empfing, mir auch einen Tee und Wasser reichte, mich zur Ruhe kommen ließ. Und ich bin dann weitergegangen und bin an eine Buchhandlung gelangt, die in diesem Zentrum war. Und der Mann dort sagte, ach, Sie kommen aus Deutschland, ich habe hier ein Geschenk für Sie. Wunderschöne Bücher in deutscher Sprache. Eins davon, Jesus und Maria im Koran. Wo man ja denkt, okay, das ist jetzt eine Handreichung, eine ausgestreckte Hand an die abrahamitischen Religionen, an das Christentum. Das Gegenteil ist leider der Fall. In diesem Buch, ich habe es dann abends mir angesehen, geht es schlicht darum,
dass, wenn ich als Christ das lese, jetzt also auch Kenntnis habe von dieser islamischen Religion und dann nicht dem Ruf Jesu folge, weil so heißt es in dem Buch, Jesu wird alle zur Unterwerfung unter den Islam anleiten. Wenn ich das nicht tue, lande ich in der Hölle. So wie die Juden und die Christen, die das ignorieren. Und ich war dann ganz interessiert, hinten drin stand nicht ein Autor, es stand aber, dass die Religionsbehörde des Landes Katar dieses Buch herausbrachte. Was noch spannender war dann der Übersetzer. Ich fand den Namen eines Übersetzers, der sozusagen das Buch in deutsche Sprache übertragen hat. Und dieser Herr Gimbasa ist in Deutschland bekannt, und zwar bei Sicherheitsbehörden, bei deutschen Verfassungsschützern. Er hat zum Beispiel ein Buch über den Schutz der Frau im Islam geschrieben. Ich gebe Ihnen jetzt mal eine kleine Kostprobe von Zitaten, die dort vorzufinden sind. Und zwar schreibt er, man soll schlagen, ohne zu verletzen, Knochen zu brechen, blaue oder schwarze Flecken auf den Körper zu hinterlassen und unter allen Umständen vermeiden, ins Gesicht zu treffen. Wir brauchen keine Fantasie, was das bedeutet. Über den Abfall von der Religion, die Apostasie, die übrigens auch in Saudi-Arabien, Iran und anderen Staaten mit dem Tode bestraft wird, immer noch, heißt es in dem Buch, die Tötung eines Abtrünnigen ist in Wirklichkeit eine Erlösung für die restlichen Mitglieder der Gesellschaft. Dunkler geht es eigentlich nicht. Ich hatte früher immer gedacht, das ist eine kleine Minderheit von salafistischen Spinnern, die in Deutschland solche Bücher verbreiten, im luftleeren Raum. Mittlerweile kann ich belegen, dass das ganz klar vom katarischen Staat finanziert wird, dass diese Leute gefördert werden, dieser Übersetzer wird gefördert und man versucht natürlich hier die salafistische Auslegung des Islam in Europa zu verbreiten. Und kann man sich fragen, warum? Sind die von allen guten Geistern verlassen? Die wollen ja Geschäfte machen mit uns. Und wir haben es eigentlich der Flüchtlingskrise zu verdanken 2015, dass auch staatliche Behörden, von denen ich viele gesprochen habe, die aber alle, sagen wir mal, auf dieser Felge runtergefahren waren, die wussten nichts über Finanzen, dass man begonnen hat, zumindest sich dafür zu interessieren, wer hierzulande Radikalisierung vorantreibt. Man wollte wissen, wenn hier viele Flüchtlinge kommen, welche Sicherheitsrisiken impliziert das? Das war im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum eine Sitzung am 4. November 2015. Da hat man gesagt, man will sich sogenannte Missionierungsstrategien ansehen. Ganz aktiv, Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst. Und ich habe dann irgendwann mal ein Papier in die Hand bekommen, was der erste Zwischenbericht war dieser Bemühungen. Und da kommen beide Dienste zu sehr, sehr besorgniserregenden Befunden. Es wird gesagt, Missionierungsorganisationen aus Katar, Saudi-Arabien und Kuwait, die werden namentlich genannt, verfolgten eine langfristige Strategie der Einflussnahme. Es wird auch gesagt, und damit widersprechen die deutschen Geheimdienste auch der Verteidigung aus diesen Ländern. Die sagen immer, ja, das sind ja nicht unsere Königshäuser, das sind Extremisten, das sind reiche Scheichs, die spenden an uns vorbei, wir wissen gar nicht genau, was die da machen. Das stimmt nicht. Ganz offenkundig sind diese Stiftungen sehr, sehr nah mit den jeweiligen herrschenden Königshäusern auch verbunden. Und das formulieren sie hier auch, die Geheimdienste. Sie sagen, offiziell haben sie den Status von Nichtregierungsorganisationen, sind aber eng mit den staatlichen Stellen ihrer Herkunftsländer verbunden. Und es werden sogar namentlich in dem Papier benannt, die zentralen Stiftungen, bei denen ich auch war in Katar. Ich habe vorher versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen, was nicht gelang. Bin aber undercover hin, um wenigstens ein paar Fotos zu machen, was übrigens streng verboten ist in Katar. Und bin dann immer ganz schnell wieder verschwunden dort. Zum Beispiel die Sheikh It wird genannt als zentrale Missionierungsorganisation im Salafismus. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und Qatar Charity wird in anderen Bereichen genannt, wo es um die Hamas geht. Was uns interessieren muss, ist daran, man könnte ja sagen, wenn hier so ein paar wenige Moscheen aufmachen, gleiches Recht für alle. Es gibt vielleicht ja auch christliche Pietisten, radikale Bibelkreise, die in den USA irgendwelche Verrückten finanzieren. Hier haben wir es aber mit einer Strategie zu tun, die ganz offiziell aufgelegt wird und die ausgeweitet wird. Und es wird ausdrücklich von einer salafistischen Missionierung gesprochen, weil, das konnte man auch vor Ort sehen, natürlich
Das, was wir hier für radikal, salafistisch halten, ist in diesen Staaten Staatsreligion. Das ist die offizielle Auffassung von dem, was Islam ist. Und viele liberale Muslime leiden hier in Deutschland extrem darunter. Und der weitere Befund ist, so heißt es hier auch, dass eben dieser Einfluss dazu dienen soll, die Rechtleitung von vermeintlich fehlgeleiteten Muslimen im Sinne des Salafismus gerade in Europa voranzutreiben. Was heißt das? Das heißt einerseits natürlich, dass Sie und ich als vermeintlich Ungläubige angehalten werden sollen, überzutreten, zu konvertieren. Da stehen die Chancen vielleicht nicht unbedingt allzu gut. Wo sie aber gut stehen, ist bei den vielen, vielen Flüchtlingen. Was machen die? Die kommen hier in Berlin an, sprechen nur Arabisch und geraten an große Moscheen der Muslimbruderschaft. Und es gibt Flüchtlinge, die sagen selbst, ich kann gar nicht fassen, was hier gepredigt wird in Deutschland. Das ist ja radikaler als das, was ich in Syrien je gehört habe. Und insofern ist natürlich dieses Treiben dieser Gruppen mit viel Geld aus dem Ausland dazu angetan, die Integration nicht nur zu verhindern, sondern auch zu untergraben. Weil natürlich ist es so, dass Länder wie Katar in vielerlei Hinsicht einflussreich sind. Ich habe gestanden vor der Zentrale des Senders Al Jazeera, wenn viele von Ihnen hoffentlich kennen. Al Jazeera in englischer Sprache ist auch sehr moderat, sehr gut anzusehen. Ich habe mir dann dort das Vergnügen, das zweifelhafte Vergnügen angetan, im Hotel das arabischsprachige Programm anzusehen. Da sehen Sie permanent Kamerateams, die mit Dschihadisten in Syrien stehen, die Kartuschen in die Luft jagen und nach jeder Granate schreien sie Allahu Akbar. Dann sehen Sie den ganzen Tag lang, wie israelische Soldaten Palästinenser und Kinder auf den Boden drücken. Das heißt, es wird eine radikale anti-israelische Propaganda gemacht und pro-dschihadistisch. Hat natürlich damit zu tun, dass man die Hamas dort zu Gast hat, als zentralen Arm der Muslimbruderschaft in Palästina. Und dass man natürlich auch Menschen hofiert, die gehören zur gesellschaftlichen Elite, die würden bei uns möglicherweise sogar im Gefängnis landen. Dazu gehört auch der wichtigste sunnitische Gelehrte in der islamischen Welt, Yusuf al-Qaradawi. Er genießt seit Jahren den Schutz der katarischen Staatsbürgerschaft. Er geht auf Empfänge von Botschaftern, wurde mir hinter vorgehaltener Hand gesagt. Und er ist tätig für eine Organisation, die direkt in die Finanzierung der Hamas involviert ist. Schadet ihm nicht. Herr Qaradawi hat seit Jahren eine eigene Kolumne bei Al Jazeera, wo er nicht nur an Kataris, sondern auch in Millionen deutscher Wohnzimmer via Satellitenkanal seine radikal-islamischen Theorien unter die Bevölkerung bringt. Das trifft hier auf Menschen, die hier schon lange leben, auf Flüchtlinge. Und es trifft vor allem eben im Westen auf sehr viele Menschen, die radikalisiert werden. Die Kataris sind sehr fußballbegeistert. Man ist an Paris Saint-Germain beteiligt, man sponsert Barcelona, Fußball aller Orten. Man will natürlich auch die WM vorbereiten. Aber auch hier ist es vom Fußball zum Terror nicht weit. Wir sehen hier einen Eintrag, den kann jeder abrufen im Internet, über Abdulrahman bin Umar al-Nuaimi. Das ist der ehemalige Präsident des katarischen Fußballverbandes. Er steht seit 2013 auf Listen der Vereinten Nationen und 2014 der Sanktionsliste der USA als Terrorfinanzier. Er hat vor allem Al-Qaida finanziert, Ableger in Irak und Syrien, Somalia und Jemen. Für eine Weile hat er sogar 2 Millionen Dollar im Monat an Al-Qaida Irak überwiesen. Die USA haben ihn deswegen schon lange unter Beobachtung gehabt, zumal er auch zu Israel gesagt hat, dass alle Formen des Widerstandes zulässig seien, also sprich auch zu der Zeit gerade die Anschläge auf Linienbusse in Israel. Das hat dem Mann nicht geschadet. 2010 wurde er vom Olympischen Komitee Katars für sein Lebenswerk und seine Leistungen für den Sport ausgezeichnet. Er ist kein Außenseiter. Er ist Mitglied im Aufsichtsrat der wirklich prominenten und sehr einflussreichen Qatar Islamic Bank, die auch viele Geschäfte mit dem Westen abwickeln. Und bis 2004 war er Präsident des Arab Center for Research and Policy Studies, einem eng mit dem Königshaus verbundenen Institut. Natürlich bestreitet Nuaimi die Vorwürfe. Mehrfach öffentlich hat auch angekündigt, er wolle gegen die USA klagen.
Er wurde aber jetzt 2017 wieder auf die Liste gesetzt, beziehungsweise die Listung wurde verlängert. Deswegen darf ich ihn ja auch mit Fug und Recht als Terrorfinanzier bezeichnen. Katar bestreitet natürlich insgesamt, sich an solchen Aktivitäten zu beteiligen. Sie bestreiten auch, aktiv Extremismus zu unterstützen hierzulande. Das ist natürlich eine relative Angelegenheit, wenn wir wissen, dass bestimmte Inhalte der Religion in diesen Ländern, die wir hier als extremistisch bezeichnen würden, dort einfach zum Mainstream gehören. Ja, daraus könnte sich das auch resultieren. Ich bin dann, als ich zurückkam, der Frage nachgegangen oder wollte der Frage nachgehen, was kommt denn jetzt hier an? Und habe dann, nachdem ich alle großen internationalen islamischen Stiftungen angeschrieben habe, mit der Fragestellung, wo haben Sie Projekte in Deutschland, welche Moscheen unterstützen Sie, mit wie viel Geld, können Sie mir das über die letzten 5 Jahre sagen? Die Antworten waren, wie Sie sich vorstellen können, nicht sehr zahlreich. Ich habe keine einzige bekommen. Habe ich dann versucht, mich an die Deutschen zu wenden, die ja auch häufig Dialogbereitschaft zumindest auf ihre Internetseiten schreiben und in Sonntagsreden von deutschen Politikern auch gelobt werden dafür. Und habe dann versucht, zu gucken, was läuft denn hier. Ich lese jetzt mal einen kleinen Part aus dem Buch vor. Sind diese Moscheen aber auch bereit, über ihre Finanziers Auskunft zu geben? Wie gesagt, nach dem deutschen Gemeinnützigkeits- und Vereinsrecht sind sie anders als GmbHs oder Aktiengesellschaften nicht zu einer Veröffentlichung ihrer Bilanzen verpflichtet. Sie müssen sie nur jährlich dem Finanzamt für Körperschaften schicken. Dort sind sie vom Steuergeheimnis geschützt. Ich schicke Anfragen an alle 2700 Moscheevereine bzw. ihre Verbände und frage, ob sie Eigentümer oder Mieter ihrer Räumlichkeiten sind, ob sie jemals Spenden aus dem Ausland erhalten haben und wenn ja, von wem. Ich stelle den Vereinen eine Antwortfrist von 2 Wochen. Bereits beim Anschreiben der verbandsunabhängigen 252 Moscheen wird klar, dass etwa die Hälfte sich nicht gern kontaktieren lässt, denn sie haben keine E-Mail-Adresse. Folglich erhalten sie Briefe von mir. Den anderen schicke ich eine E-Mail. Bereits nach wenigen Minuten meldet sich ein freundlicher Herr Lalou, Schatzmeister vom Nordhäuser Moschee e.V. Zitat: Wir sind ein eingetragener Verein und der wurde im Jahr 2007 gegründet. Die Moschee ist eine große Wohnung und wir zahlen monatlich Miete. Spenden aus dem Ausland bekommen wir nicht. Er schreibt sogar, dass man im Jahr etwa 15.000 Euro Einnahmen habe und auch wieder ausgebe. Herr Lalou sollte eine große Ausnahme bei meiner Recherche bleiben. Insgesamt kommen von den 252 Anfragen 31 wegen Unzustellbarkeit zurück. Auch 3 E-Mails stellten sich als unzustellbar heraus. Mittlerweile sind es nur ein paar mehr geworden. Mir ein Rätsel, wie das so geht im digitalen Zeitalter. Es bleiben also noch 228 Vereine, die meine Anfrage wohl erhalten haben. Geantwortet haben davon 5. Keiner von diesen 5 hat nach eigenen Angaben ausländische Spenden erhalten. DITIB und Milli Görisch waren nicht bereit, ebenso wenig der Zentralrat der Muslime, des ansonsten so redseligen Herrn Masiek. Ihr versammeltes Schweigen ist übrigens vollkommen legal. Denn obwohl als gemeinnützig anerkannte Vereine in Deutschland steuerbefreit sind, müssen sie der Öffentlichkeit keinerlei Rechenschaft ablegen. Gemeinnützige Vereine genießen in Deutschland Steuervorteile in Milliardenhöhe. Und was sie mit dem Geld anstellen, bleibt der Öffentlichkeit allerdings verborgen. Was im Falle eines Kaninchenzüchtervereins unproblematisch sein mag, ist es bei mit Millionensummen geförderten religiösen Indoktrinierungen einer ganzen Generation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland sicherlich nicht. Neue Transparenzpflichten für alle Vereine in Deutschland gehören sicherlich zu den dringlichsten politischen Aufgaben. Aber warum schweigen Tausende von Vereinen und Verbänden, die behaupten, gemeinnützig zu sein? Zu ihren Finanzen. Der Islamwissenschaftler und Leiter des Fachbereichs Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Abdelhakim Urgi, hat eine plausible Erklärung. Sie haben Angst, dass dann auch der ideologische Einfluss aus dem Ausland offengelegt wird, denn die Geldgeber aus dem Nahen Osten hegen selbstverständlich auch Erwartungen. Urgi, der als einer der wissenschaftlich profundesten Reformbefürworter des Islam in Deutschland gilt, kritisiert seit langem den Einfluss ausländischer Geldgeber. Zitat: Die muslimische Weltliga in Riad hat es sich zur Aufgabe gemacht, Moscheen weltweit zu finanzieren, auch in Deutschland. In Ländern wie Deutschland sei das Ziel eine Re-Islamisierung von Kindern und Jugendlichen, die in säkularen Familien aufgewachsen sind.
Die Finanzierung ist demnach ein willkommener Einflussfaktor. Ogi ist skeptisch, dass inländische Spenden annähernd genügend würden, eine Moschee zu finanzieren. Die Leute geben vielleicht 3 oder 5 Euro, denn das Geld brauchen die Gläubigen für sich. Insbesondere wenn wir jetzt an Moscheevereine denken, wie in Berlin, wo bis zu 1000 Flüchtlinge kommen. Das sind ja alles Menschen, wo das Geld nicht auf dem Baum wächst. Ne? Für die meisten arabischen und für viele türkische Moscheen sei die Weltorganisation in Riad die einzige Quelle, sich zu finanzieren. Ich begebe mich auf Spurensuche in Berlin und treffe den Imam Maslum K. Übrigens ist das nicht sein richtiger Name, in einem der unabhängigen Moscheevereine. Er sagt, es sei kein Geheimnis, dass arabischsprachige Moscheevereine in Berlin aus Saudi-Arabien finanziert würden. Mit der Finanzierung erhoffen sich die Stiftungen großen Einfluss von oben. Sehr einflussreich sei die Muslim World League, die islamische Weltliga. Diese gründe weltweit Moscheen und bezahle die Imame. Zitat, dort werden die Menschen stark in Richtung des Salafismus gelenkt. Aber kann der Imam seine Aussage auch belegen? Er zuckt mit den Schultern. Ich habe mit vielen Imamen gesprochen. Alle sagen, dass sie finanziert werden. Aber ob sie das offen vor der Kamera sagen, glaube ich nicht, sagte mir dieser Imam. Maslum K. arbeitet seit Ende der 70er Jahre als Imam in Deutschland, hat in Syrien studiert und war sehr lange in der Türkei tätig. Der Mann hat mehr als 40 Jahre der islamischen Entwicklung intensiv miterlebt und sein Befund ist besorgniserregend. Es ist schlimmer geworden. Früher wurde Barmherzigkeit gepredigt, dass man mit kranken oder armen Nachbarn Mitleid haben soll. Heute wird die Gegnerschaft zu anderen gelehrt. Das geht so weit, dass sie sich gegen ihre eigenen Väter stellen, gegen die Nachbarn, auch gegen andere Muslime, die nicht genauso denken. Es wird eindeutig eindimensional radikalisiert, zur Erbarmungslosigkeit erzogen. So sagt es dieser Imam. Saudi-Arabien hat auch in jüngster Zeit versucht, mitten in der deutschen Hauptstadt Dependancen aufzuschlagen. Und das Berliner Abgeordnetenhaus war davon nicht begeistert. Es ging um die Verlegung der König-Fachd-Akademie, in der in Bonn sehr radikal gelehrt wurde, auch zu Dschihadismus aufgerufen wurde. Eine Schule eigentlich nur geplant für Diplomaten. Und irgendwann stand plötzlich in der Nähe des Olympiastadions ein Riesenbau, ein Betonbau. Ich habe ihn fotografiert, ich habe öffentlich gemacht diese Baumaßnahme und habe dann in den Unterlagen entdecken können, dass die Baugenehmigung illegal war und von den Gerichten nicht zugelassen wurde. Deswegen stand dieses Gebäude da, des Königreiches Saudi-Arabien. Es war aber klar, dass dort niemals jemand einziehen darf, weil es gab ein Verbot. Das Verbot lautete keine Moschee, weil jeder wusste, was in dieser Moschee gelehrt würde. Als ich das beim RBB öffentlich machte, hat es genau einen Monat gedauert, dass plötzlich der saudische Botschafter sagte, nein, 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 Deutschland hat so gute Schulen, wir werden ab sofort alle unsere Kinder auf deutsche Schulen schicken. Das Projekt ist zurückgezogen. Man muss dazu sagen, das Grundstück dafür wurde unter Druck verkauft. Mir sagte der Abgeordnete Esser, das war eines der wenigen Momente, wo er merkte, es gibt Dinge, die größer sind als ich selbst, als sie zustimmen mussten. Das Kanzleramt hat auf den Berliner Senat enormen Druck ausgeübt. Das sei sozusagen diplomatische Funktion Berlins, dass man so eine Akademie zulässt. Und man hat dann zugestimmt, zähneknirschen, obwohl man wusste, was dort droht. Im Grunde genommen ist nach unserer Veröffentlichung die Sache geplatzt, weil dann auch klar war, es gibt einen Rechtsstaat in Deutschland und das Amtsgericht duldet die Eintragung als Käufer nicht, weil die Bedingungen, die dort stehen, sind unzulässig. Die sind mit der Verfassung nicht vereinbar. Was zeigt uns das? Das Grundstück wurde ungefähr 1 Million Euro unter Wert verkauft. Ich habe das verglichen mit allen umliegenden Verkäufen und es ist 1 Million Verlust für den Steuerzahler. Es lehrt uns erstens, Öffentlichkeit hilft, weil es hat einen Monat gedauert, dann wurde das Projekt zurückgezogen, was lange unter der Decke gehalten wurde. Und es ist halt teuer, mit solchen Leuten Geschäfte zu machen, das zeigt es uns auch. Und nur nochmal, um klarzumachen, wie prekär die Lage ist. Unser eigener Bundesverfassungsschutz schreibt, Zitat, über 2 Terrororganisationen in Deutschland, Hisbollah und Hamas gelten international als terroristisch, nutzen Deutschland bislang jedoch lediglich als Rückzugsraum. Das heißt, sie entfalten hier keine terroristischen Aktivitäten. Lässt man sie deswegen gewähren?
Ich finde, mich erinnert das fast an Katar. Wir haben mir einen Diplomat hinter vorgehaltener Hand gesagt, fragen Sie sich doch mal, warum hier nie ein großer Anschlag passiert ist. Es werden Schutzgelder gezahlt. Und wenn wir zulassen, dass ausgerechnet zwei Organisationen, die nach nichts anderem trachten als nach dem Tod vieler Israelis und Juden, hier in Deutschland es zulassen, dass Deutschland als Rückzugsraum genutzt wird, als Finanzierungs- und Rückzugsraum, halte ich das für einen nicht hinnehmbaren Skandal. Ich habe ein paar Vorschläge formuliert, die deutlich machen sollen, was ich so gelernt habe, also wo ich denke, da könnte man was ändern. Das erste ist auch gerade an diesem Ort etwas vielleicht auch Provokantes. Ich habe eine Überschrift gewählt, Grenzen des Appeasements, Wandel durch Abgrenzung, was sozusagen auch ein bisschen anspielt die These und die gelebte Politik und erfolgreich gelebte Politik von Egon Bahr, Wandel durch Annäherung. Ich glaube, dass eine neue Politik zu den Scharia-Staaten nicht darin bestehen darf, zu sagen, wir wollen mit euch nicht mehr spielen und kein Handel mehr treiben. Wir hängen alle gegenseitig voneinander ab, da gibt es keinen Zweifel. Ich glaube aber, dass eine deutliche Offenheit und Ehrlichkeit dazu führen würde, dass diese Staaten sich umorientieren. Sie unterhalten in Berlin Lobbyagenturen, um ihr PR-Image aufzupolieren für viel Geld. Sie sind darauf bedacht, ihren Ruf zu verbessern. Und wenn wir ihnen sagen, Leute, wenn wir unter ehrlichen Kaufleuten weiter Geschäfte machen wollen, dann geht es so nicht mehr weiter, hätte das für meine Begriffe durchaus Chancen. Weil dann habe ich durch diese Abgrenzung, durch die öffentliche Auflistung solcher Negativfälle und Angriffe auf uns eine Klarstellung. Und das würde auch nicht bedeuten, einen Kampf der Kulturen. Wir können denen auch klar machen, wir wollen ihnen nicht ihre Religion wegnehmen. Auch wenn ich sie in dieser Form, wie sie dort propagiert wird, für nicht tragbar halte. Aber sie können dort machen, was sie möchten. Aber sie sollen es bitteschön unterlassen, es hierzulande weiterzumachen. Dann gehört für mich selbstverständlich dazu, dass keine Waffen in solche Länder exportiert werden dürfen. Und als wirtschaftliche Maßnahme unsererseits haben wir auch Druckmittel. Wir haben Pensionsfonds, wir haben die Deutsche Rentenkasse. Die investiert auch in Unternehmen. Und wenn wir uns ein Beispiel an Norwegen nehmen, wo der größte Pensionsfonds der Welt ethisches Investieren sich auf die Fahne geschrieben hat, das heißt, man investiert nicht mehr in Firmen, die mit Waffen handeln, die mit Kinderarbeit oder Tabakähnlichem zu tun haben, und die erweitern das auf sozusagen den Umgang mit Staaten, wo die Scharia menschenrechtsfeindlich herrscht, dann würde das dem Kreislauf Geld entziehen. Dann ist die Refinanzierung plötzlich solcher Geschäfte schwierig. Das wäre für mich ein Ansatzpunkt. Ein weiterer Punkt wäre die Einführung eines Unternehmensstrafrechts. Wir alle haben ja jetzt über lange Zeit mitbekommen, was VW in den USA erleiden muss. Sie werden bedroht von Anklagen als Unternehmen. Das ist in Deutschland nicht möglich. In Deutschland können nur Manager verklagt werden, strafrechtlich. Meine Forderung wäre auch, das aus den USA zu übernehmen, sodass auch ein Folteropfer in Saudi-Arabien plötzlich einen deutschen Konzern verklagen kann, weil er ein Geschäft mit dem saudischen Staat betreibt. Das würde für meine Begriffe Geschäftsrisiken für aktiennotierte Banken und Unternehmen bedeuten, die sie zu ethischerem Handeln sicherlich zwingen. Ganz zentral ist für mich eine innenpolitische Forderung. Ich will, dass sämtliche Grundbuchämter und Register durchforscht werden, aktiv nach Terrorfinanziers. Da habe ich festgestellt, dass das überhaupt nicht stattfindet in Deutschland. Wir haben ein Grundstück eines langjährigen Al-Qaida-Finanziers in Berlin-Neukölln, was ihm komplett überlassen wurde, wo auch kein Staat eingeschritten ist, obwohl man wusste, dass dieser Mann ein führendes Mitglied der Al-Haramein-Stiftung war, die Osama Bin Laden persönlich unterstützt haben. Das ging in Berlin jahrelang, weil keiner in diese Ämter reingeschaut hat. Des Weiteren, ich weiß nicht, wie viele Mittelständler hier unter uns sind, jeder, der eine GmbH hat, macht sich ja in gewisser Weise nackig. Ich kann als Normalbürger, ich kann als Journalist in ein Handelsregister gehen und sagen, wie sind die Umsätze, wie sind die Bilanz, was bleibt an Gewinn. Bei Aktiengesellschaften kann ich sogar sehen, wie sind die Geschäftsaussichten. Bei einem Verein kann ich das nicht. Da habe ich keine Zahl, keine Finanzzahl, nichts. Keine Spender, keine Spendensummen. Für mich wäre die Aufforderung, dass Vereine ab einer gewissen Größe, und das betrifft dann auch nicht nur muslimische, sondern alle Vereine, eine Transparenzpflicht haben, wenn sie das Steuerprivileg der Gemeinnützigkeit genießen. Das heißt, sie müssen vielleicht nicht sagen, wer die Spender sind, aber woher die Spenden kommen und wie hoch die Spendeneinnahmen sind und wofür sie ausgegeben werden, sodass jeder Bürger,
der von seinen Steuern ja diese Vereine mit unterstützt, durch das Privileg, auch weiß, wofür sie das Geld ausgeben. Eigentlich eine Forderung, die auch im Bereich des DFB uns weiterhelfen würde oder auch in vielen anderen Bereichen von Lobbyvereinen, die es auch im Bundestag gibt, die gemeinnützig sind, man soll es nicht glauben. Also hier könnte die Zivilgesellschaft viel deutlicheres Bild haben, was dort passiert. Auch finde ich die Demokratieerklärung, die damals Christina Schröder eingeführt hat, die dann wieder abgeschafft wurde, klammheimlich in der Großen Koalition, dringend notwendig, weil es kann nicht sein, dass wir Geld für Präventionsmaßnahmen ausgeben an muslimische Vereine und dann feststellen, dass die, die zu den jungen Leuten hingehen, selbst Islamisten sind und keiner unterschreiben musste, dass er das nicht tun kann. Die Erklärung hat bedeutet, dass jeder, der Geld nimmt vom Staat, erklären muss, dass er auf dem Boden der Verfassung steht. Halte ich für vollkommen legitim. Und wenn sich herausstellt, dass es an Extremisten geht, sei es Linksextremisten, Rechtsextremisten oder Islamisten, muss man das Geld leider zurückzahlen. Fand ich eine gute Regelung. Ich weiß nicht, ist mir schleierhaft, warum sie wieder zurückgenommen wurde. Und schlussendlich glaube ich eben, dass wir auch dann überprüfen müssen, was dort passiert in diesen Vereinen. Sind sie seelsorgerisch tätig? Tun sie was für die Integration? Sind sie für einen liberalen, weltoffenen Islam? Weil wir dürfen nicht vergessen, die, die am meisten unter dem hier geschilderten leiden, sind säkulare, liberale Muslime. Menschen, die schon vor langer Zeit oder vor kurzem geflohen sind und jetzt unter dem Druck leiden, dass man sie für ungläubig erklärt und auch sogar in Flüchtlingsheimen malträtiert. Wichtig finde ich auch das Überdenken des Trennungsgebotes, wenn Sie so einen Verein haben. Ich habe sehr viele Vereine mir im Vereinsregister angesehen, wo ich dann nur sah, wer da Mitglied ist oder wer im Vorstand sitzt. Mehr nicht, leider. Dann wäre es jetzt so, bei einem problematischen Verein, wir haben einen polizeilichen Staatsschützer. Wir haben einen vom Verfassungsschutz, also sprich einen Schlapphut und Geheimdienstler. Und wir haben einen Finanzbeamten, Betriebsprüfer, der sich mit Zahlen auskennt, mit Bilanzen auskennt. Unter diesen dreien gibt es nur einen, der einmal im Jahr so ein Blatt Papier kriegt. Da steht dann drauf, was der Verein einnimmt und ausgibt. Der darf aber nicht, selbst dann, wenn der Verein problematisch ist, nicht mit dem Geheimdienst reden, auch nicht mit dem Polizisten, weil wir ein Trennungsgebot haben, was durchaus abgeleitet aus den Erfahrungen der Nazi-Zeit legitim war, was aber heute uns enorme Probleme bringt. Weil diese drei aus verschiedenen Bereichen von Sicherheitsbehörden mit ihren speziellen Kenntnissen dürfen über diesen Verein nicht sprechen. Nur dann, wenn der Verein hochgradig gefährlich ist, wie beispielsweise der Verein Fussilet, bei dem ja dann der Attentäter auch häufig verkehrt ist, Anis Amri. Das finde ich bedenkenswert und überdenkenswert, ob man da nicht eine Aufweichung dieses Trennungsgebotes dringend braucht. Dann finde ich selbstverständlich, dass auch Deutschland sich an die Abmachungen auf UN- und EU-Ebene hält, die Antiterrorsanktionen einzuhalten, sprich zu gucken, wer besitzt hier Unternehmen, wer besitzt hier Grundstücke und sind darunter Terrorfinanziers. Das tut Deutschland nicht. Und eine ernsthafte Geldwäschebekämpfung. Es kann nicht sein, dass Ermittler zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen neulich in der Nische irgendwie 20.000 oder 30.000 Euro finden und dann sagen die ja, wissen wir nicht, woher das kommt und das war's. Die Ermittler gehen nach Hause. Das betrifft übrigens nicht nur Moscheevereine, sondern auch klassische Kriminalität. In Deutschland können Sie Geldwäsche nur dann weiterverfolgen, wenn die sogenannte Vortat auch belegt werden kann. Wenn belegt werden kann, dass es aus Drogengeschäften, Waffengeschäften, Menschenhandel statt. Wenn Sie das nicht können, ist das Geld legal. In Italien gibt es eine Beweislastumkehr. Da hat man im Rahmen der Mafiabekämpfung gesagt, okay, wenn wir so viel Geld finden, dann muss derjenige erklären, woher er es hat. Er muss erklären, es ist legales Geld. Ich habe es von der Oma geschenkt bekommen oder ich habe es da auf einer Baustelle verdient, aber das Geld kommt aus der oder der Quelle. Wenn er das nicht kann, wird das Geld konfisziert und es wird ein Geldwäscheverfahren eingeleitet, ganz einfach. Das halte ich für eine dringende Maßnahme, die scheitert bislang an einflussreichen Kreisen, zum Beispiel des Herrn Schäuble und leider auch der SPD. Das müsste dringend gemacht werden. Vielleicht gibt es ja jetzt eine Chance in der Großen Koalition. Ich höre Lacher. Ich lache auch mit. Zum Schluss möchte ich nochmal sagen, dass ich tatsächlich daran glaube, dass wir auch ohne militärische Gewalt möglicherweise weiterkämen, wenn wir diesen islamistischen Sumpf trockenlegen, wenn wir die weltweit vernetzten Organisationen nicht mehr weiter in die Lage versetzen, Geld von A nach B zu verschieben. Jedenfalls, wenn wir es ihnen schwerer machen. Dann ließe sich manches Gewaltverbrechen verhindern, vielleicht sogar ohne eine Kugel zu verschießen. Und ich glaube, dass das Projekt, den politischen Islam einzudämmen,
auf keinen Fall ein Projekt von Populisten sein darf. Das dürfen wir denen nicht überlassen. Es ist ein urdemokratisches, ein republikanisches, liberales und für mich auch im Zweifel ein linkes Projekt. Vielen Dank.